Hallo? Hallo? Mein Gott, ist das hier dunkel wie ein Bärenarsch. Und damit herzlich willkommen zu einer völlig neuen Vlog-Folge. Vlog Nummer 60. Wie heißt die nochmal? Ah ja, wir stellen die Handbremse an unserem Bob ein. Und das zeigen wir euch diesmal. Ihr fragt euch bestimmt, warum ist das so dunkel? Warum spreche ich jetzt immer im Off? Für mich ist das viel, viel einfacher, einfach nur beim Reparieren zu filmen, anstatt das irgendwie zu erklären und zu zeigen und später dann einfach eine Stimme draufzulegen. Legen wir los. Mit diesem wunderschönen roten Wagenheber heben wir das Fahrzeug an. Wenn es geht, beidseitig. Nicht zu vergessen die Stützen, damit das Fahrzeug nicht runterfällt. Schön blau. Ja, toll. Rad abmachen. Genauso schnell wie hier. Das ist die Handbremseinstelleinrichtung für die Seile. Die befindet sich mittig unter dem Fahrzeug. Das ist das Seil, was von vorne kommt. Das sind die Seile, die nach hinten, nach links und rechts zu den Bremstrommeln gehen. Bei manchen Kraftern ist das eine automatische Verstellung. Hier ist das eine mechanische, was man an diesen beiden Schrauben erkennt. Muttern, Entschuldigung, an den beiden Muttern erkennt. WD-40 nicht zu vergessen. Das sieht alles sehr gammelig aus. Ich nehme gerne Ballistolöl. Hatte ich diesmal nicht gehabt. Ich verlinke euch beides unten drunter. Ballistolöl ist ein bisschen besser. Und ja, finde ich. So, alles super. Wir lösen jetzt diese beiden Mütterchen, um erstmal die Handbremse, die nach hinten gehen, komplett zu lösen. Nur so stellen wir Handbremse ein. Das heißt, erst wird alles gelöst. Was macht dann jetzt? Oh Mann, eine Kameraführung. Ach, er hat das Werkzeug geholt. Super. 2 13er Schlüssel, Kontermutter lösen. Ein 13er Schlüssel. Alter. So, jetzt, ich habe das schon vorbereitet. Kontermutter ist gelöst. Danach wird die Einstellmutter, diese, genau, danke, gelöst. Und das so weit, bis wirklich beide Handbremsseile für hinten lose sind. Das erkennt man ganz gut, dass plötzlich anfängt, diese ganze Mechanik irgendwie hin und her zu klappern. Los, zeig mal, Christian. Ja, komm, mach hin jetzt. So, da. Gelöst. Seht ihr, das ist total lose. Und wenn ihr jetzt ganz genau hinschaut, seht ihr, wie sich das Handbremsseil in dem Halter bewegt. Und damit sind die Handbremsseile für hinten, links und rechts komplett gelöst. Viele Werkstätten machen das falsch, deswegen mache ich auch einfach dieses Video, um euch das mal wirklich zu zeigen, wie man da vorzugehen hat und am besten die Handbremse einstellt. Als nächstes kommen wir zur Bremstrommel. Das ist die Bremsscheibe. Die Bremsbeläge liegen innerhalb der Trommel. Ich habe die Bremsbeläge rausgenommen, weil ich die, wisst ihr, von dem letzten Video ja sowieso getauscht habe. Und ja, Bremsbeläge, genau. Okay, er zeigt jetzt nochmal den Bremsbelag. Das ist ein Bremsbelag. Einfach, weil wir drehen beim Einstellen, so wie hier. Und das macht mit eingelegten Bremsbelägen zusätzlich Geräusche. Dadurch, dass wir auf Gehör und auf Gefühl gehen, ist das ganz cool, wenn die Bremsscheibe, so wie hier, einfach nur komplett frei dreht. Über dieses Loch wird der Einstellmechanismus bewegt. Das ist ein kleines Zahnrädchen, wie man da drinnen sieht. Ach, ich zeige euch das am besten mal anhand eines Bildes. Ist jetzt nicht ganz das Bild von dem Auto, aber so ähnlich. Da seht ihr dieses Zahnrädchen. Das ist eigentlich wie so eine Art Mutter und Schraube. Das drückt die beiden Beläge links und rechts auseinander oder zusammen. Damit stellt man halt das Spiel ein. Ganz einfach. So, jetzt macht sie noch Geräusche. Was Christian bis dato noch nicht weiß, er dreht in die falsche Richtung. Man muss immer erst so feststellen, in welche Richtung man dreht. Jetzt geht es nicht weiter und die Bremsscheibe ist immer noch lose. Das bedeutet, es geht eigentlich in die andere Richtung. Er hat es immer noch nicht geschnallt. Andere Richtung. Ja, ist los, es wird nicht fest. So, jetzt. Das ist die richtige Richtung. Er dreht und dreht. Immer dabei. Oh, ist schon fest. Achtung, jetzt kommt die Hammermethode. Ihr fragt euch jetzt, warum braucht ihr den Hammer? Ganz einfach, wenn ihr an diesen Rädchen dreht, verspannen sich die beiden Backen. Das heißt, sie verschieben sich. Es kann durchaus passieren, dass die so verschieben,
dass die nicht 100%, dass die zwar fest sind, aber nicht hundertprozentig in Position liegen. Diese zwei Hammerschläge, ich mache dann immer so zwei, drei Hammerschläge, die rückeln die Bremsbeläge wieder ein und plötzlich könnt ihr die Bremsscheibe wieder bewegen. Dann erst wird an dem Rädchen weitergedreht. So, Christian, mach mal. Draufhauen. Habt ihr gesehen, ist fest. Und zack, bewegt sich's wieder. Das müsst ihr so ungefähr zweimal machen. Also ihr dreht die komplett fest. Ja, dreh fest. Fein. Schön macht er das. Zack, fest. Jetzt haut er drauf. Wenn sie jetzt immer noch fest ist, ja, seht ihr das? Jetzt müssen wir nochmal drehen. Das ist ganz normal. Das ist, die meisten drehen und okay, super fest, einstellen, Zahn zurück. Aber die Hammerschläge machen es eigentlich erst. Die geben euch locker nochmal 4, 5 Zähne zum Nachstellen. So, ja, komm, jetzt übertreibe nicht. Fest, Hammerschläge. Und immer noch fest. Jetzt ein Zahn, halben bis eine Zahnumdrehung zurück. Drehen. Aufs Geräusch achten. Wenn das jetzt nicht zu sehr schleift, ist das super. Wenn das Schleifgeräusch zu laut ist, nehmt ruhig noch ein bisschen ein Stück zurück. Die darf nicht komplett die ganze Zeit während der Fahrt laut schleifen. So, sehr schön gemacht. Der Daumen hoch zeigt es an. Jetzt erst stellen wir das Handbremsseil ein. Ne, weil hinten passt jetzt alles in den Backen. Also ihr habt es an der einen Seite gesehen, man macht das natürlich beidseitig. Und jetzt erst stellt ihr die Handbremsseile ein. Die Handbremsseile, also diese Einstellung, gibt eigentlich vor, wie viel ihr vorne, oh, hier liegt Geld. Ja, steckt das mal lieber ein. Wie hoch ihr vorne diesen Hebel ziehen könnt. Ja, und wie viel Spiel in dem Hebel drin ist. Das macht quasi die Mutter hinten an dem Handbremsseil. Nicht die Einstellung hinten an der Handbremse. So, da ist ein bisschen Luft drin. Ja, es geht recht hoch. Ich glaube, das ist ein bisschen zu viel. Ist auch ein bisschen zu viel Spiel. Ja. Stellen wir nochmal hinten ein. Es gab früher eine Faustregel, also die Zähnezahl vorne, also wenn ihr vorne mal den Handbremshebel hebt, macht der immer tak, 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 tak. Und das sollten ungefähr so 8 Zähne sein, ist aber immer eine Gefühlssache. Ihr solltet die nicht zu fest ziehen, so 8 Zähne ist super, wenn ihr ein bisschen, also unterhalb des Hebels, wenn ihr den Hebel quasi anzieht, sollte ein Hauch Luft sein und erst dann dieses Knackgeräusch kommt, tak, 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 tak von der Verzahnung. Und das sollte im Schnitt so 8 sein. Aber das ist, wie gesagt, das ist eine reine Gefühlssache. Schön kontern, ganz wichtig. Und jetzt festziehen. Ich schmiere das danach immer direkt mit Fett ein. Das sollte man immer gut tun. Vor allen Dingen die Ansätze von den Handbremsseilen. Die rosten ganz gerne. Da unten alle Gelenke, schön überall einfach mal eine Ladung Fett dran. Das hält total super, kann nicht rosten. Bleibt immer irgendwie gangbar. Sieht gut aus. Der TÜV-Mann freut sich, dass was gemacht worden ist am Auto. So. Und das war's, liebe Freunde. Das solltet ihr beachten. Viel Spaß dabei. Ah, ist schon wieder dunkel wie ein Bärenpopo. So. Ja, wie sage ich euch jetzt tschö? Tschö. Hier seht ihr jetzt noch. Abonnieren und Video angucken. Und jetzt kommt auch schon wieder Outro rückwärts.